Goethe-Zertifikat B1. Prüfung sprechen. Thema: Taschengeld. Taschengeld, ja oder nein? Das Thema meiner Präsentation ist Taschengeld. Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich Ihnen von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Dann möchte ich über Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Taschengeld ist eine gute Sache. Schließlich können die Kinder dadurch lernen, wie man verantwortungsbewusst mit Geld umgeht. Jetzt geht es um meine persönlichen Erfahrungen. Als ich 10 war, habe ich regelmäßig Taschengeld von meinen Eltern und Oma bekommen. Ich kaufte Süßigkeiten im Schulbuffet und lud manchmal meine Freundin ein. Ich sparte nicht, weil das Geld für Bonbons und Schokolade sowieso nicht genug war. Jetzt würde ich gerne über die Situation in Armenien sprechen. In meinem Heimatland Taschengeld ist wichtig, damit Kinder lernen, auch mit Geld umzugehen. Dass Kinder wissen, dass das Geld irgendwann mal auch weg ist. Dann können sie nämlich immer ran und wollen noch mehr Geld. Dann muss man auch sagen, okay, teil dein Geld besser ein. Nun erwähne ich einige Vor- und Nachteile. Vorteil: Taschengeld finde ich sehr, sehr wichtig, weil solange die Kinder nicht arbeiten gehen, haben die ja überhaupt gar kein Gefühl, was alles so kostet. Viele Jugendliche müssen zum Beispiel Klamotten selbst von ihrem Taschengeld bezahlen. Eigentlich bezahlen die Eltern ja, was man so braucht, aber Süßigkeiten, Spielzeug, Comics. Wenn unsere Kinder etwas wollen, ist es manchmal schon ganz schön schwer, Nein zu sagen. Sind die Kinder dann größer, kann es schnell ziemlich kostenspielig werden. Pädagogen empfehlen deshalb, den Kindern auch schon rechtzeitig ein Taschengeld zuzugestehen. Nachteil: Manchmal, wenn Kinder shoppen gehen und die holen sich zum Beispiel lieber Eis anstatt des Jeans. Da muss man, finde ich, die erste Zeit noch ein bisschen mit darauf achten und auf jeden Fall ein Auge darauf zu haben. Es gibt Themen zwischen Eltern und Kindern, da sind heiße Diskussionen und manchmal sogar Streiterien vorprogrammiert. Das Taschengeld ist zum Beispiel so eins. Einen rechtlichen Anspruch darauf gibt es nicht. Meine Meinung: Ich bin persönlich jedoch fest überzeugt, dass Taschengeld ist sozusagen Übungsgeld. Da müssen Eltern schon sehen, was er sich kauft oder worauf spart ihr im Moment. Das war meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.